Hey Leute, ich bin gerade beim Rewe gewesen, habe mir Abendessen gekauft. Ich habe mal wieder Sushi. Ah, geil. Und Obst. Ich lebe heute gesund, ausnahmsweise mal. Ernsthaft? Das war ja wieder. Ich habe gerade Schule aus und bin auf dem Weg zum Bus. Und wisst ihr, was heute ist? Es ist der 16. Das heißt, heute geht's für mich ins Kino, in fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ich freue mich richtig hart. Um 16.30 Uhr ist die erste Vorstellung. Da haben meine Mama und ich natürlich direkt, sobald die Preview-Karten available waren, Karten gekauft. Und jetzt, es beginnt. Ich freue mich so sehr. Ich bin gerade nach Hause gekommen und bin eigentlich richtig, richtig fertig. Ich habe so Muskelkater von gestern vom Sportunterricht. Ich sterbe, mir tut alles weh. Von den Schultern bis in die Beine, alles. Ich würde mich am liebsten einfach in mein Bett legen und nichts tun, aber wenn ich mich jetzt hinlege, werde ich heute gar nichts mehr machen, bis ich ins Kino gehe mit meiner Mutter. Also räume ich jetzt mein Zimmer auf, das muss definitiv sein. Ich bin in letzter Zeit so wenig zu Hause, da bin ich irgendwie die ganze Zeit nicht dazu gekommen. Gerade Essen gemacht. Irgendwie haben wir nichts da, deswegen habe ich mir gerade einfach Nudeln angebraten, ein bisschen Kokosöl und ein bisschen gewürzt mit Salz und Knoblauch und so. Und das lasse ich mir jetzt schmecken, während ich mir ein paar YouTube-Videos angucke. Ich bin jetzt am Kino. Ich bin ausgestattet, natürlich. Passend. Ich freue mich sehr, dass wir müssen jeden Moment rein können und dann noch eine halbe Stunde und dann beginnt es. Ah! Erik und ich sind gerade auf die Idee gekommen zu kochen. Wir haben circa 2 Uhr nachts. Wann haben wir angefangen? Vor 2 Stunden? Geh ich mal von aus, keine Ahnung. Wir haben jetzt 2 Stunden gekocht, mitten in der Nacht. Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt panierte Lasagne-Rollen und Kevin allein zu Hause. Yay, perfekter Freitagabend. Man hat sich gerade die Haare gefärbt. Ich gehe mal wieder auf dunkle Haare. Sieht doch ganz nett aus bisher. Ich werde sie mir gleich föhnen und dann mal gucken, wie das trocken aussieht. Die sind jetzt natürlich etwas sehr, sehr dunkel, aber so insgesamt bin ich bisher ganz zufrieden mit dem Ergebnis. So, geföhnt sieht das Ganze jetzt so aus. Mal davon abgesehen, dass sie gerade extrem voluminös sind. Aber ja, man ist zufrieden. Mal sehen, wie das morgen noch im Tageslicht aussieht. Das macht natürlich auch nochmal was aus, aber ja, kann man so lassen, finde ich. Am Arsch! Also, das ist doch perfekt! Das Schwert! Aber wir meinen gerade jetzt nicht ohne Schnittkühl. Darum aufgeschaut, das Irres gemacht. Unser beiden Kameraden laut volles Herz. Ich darf Erik die Haare glätten. Das ist ziemlich witzig. Er hat nämlich eben noch gemeint, das funktioniert ja gar nicht und so, aber es funktioniert. Und jetzt werde ich ihm die Haare glätten. Sehr geil. Jetzt werden Josch noch die Haare geschnitten und geglättet. Sehr spaßig. Sehr, sehr spaßig. Ich bin gerade aus der Schule gekommen und ja, ich hatte mal wieder nur 2 Stunden, das ist ja ganz schön eine schöne Sache. Ja, ich bin wie gesagt gerade heimgekommen und will mir jetzt noch eine Folge Club der Roten Bänder angucken, weil ich es am Montag verpasst habe und aber ich will es sehen und danach muss ich mich an meine, oh Gott, ist das Licht scheiße, ruf besser, muss ich mich an meine Povi-Hausarbeit machen, die ich am Freitag abgeben muss. Ich habe einfach noch fast gar nichts gemacht, wir haben schon Mittwoch.
Ja. Und oh, mal gucken. Ich versuche habe gerade versucht, meine Haare irgendwie ordentlich zu machen, aber die wollen heute so gar nicht, weil ich gestern den Fehler gemacht habe, mit noch leicht feuchten Haaren ins Bett zu gehen. Manchmal bin ich etwas dumm. Manchmal. Öfters. Ich mache mir gerade Grießball, beziehungsweise warte, dass das Zeug gezogen ist. Ich hatte da gerade richtig, richtig Bock drauf. Das ist einfach so ganz billig Grießbrei aus der Tüte. Irgendwie will unser Internet gerade nicht. Ich wollte mir eigentlich Clip der roten Bänder angucken, aber es funktioniert nicht. Und ich bin ganz traurig. Deswegen mache ich mir jetzt Essen und dann gucke ich mal, ob ich das mit dem Internet vielleicht doch noch hinkriege. Und ansonsten muss ich halt doch direkt mit Puvi anfangen. Ich habe es endlich geschafft, dass ich mir jetzt endlich Clip der roten Bänder angucken kann. Ich sitze jetzt zwar im Esszimmer, im Laptop meiner Eltern, aber immerhin. Und jetzt gönne ich mir richtig... Ich glaube, ich nehme mir den Laptop gleich und gehe auf die Couch. Und dann chill ich. Ich hatte heute wieder nur 2 Stunden und bin schon seit einer Weile zu Hause. Hab mir gerade Essen gemacht, so mega random. Einfach Backcamembert mit Preiselbeeren. Und guck mir dabei den neuen Wochenvlog von Ilona an. Und ja. Ich habe eine Kerze angezündet. Atmosphäre. Ich sitze gerade wieder an meiner Povi-Hausarbeit und... Ich muss mich da gerade so extrem durchquälen, weil ich einfach so mit so gar nichts zufrieden bin. Oh, das ist scheiße. Ich bin jetzt endlich soweit fertig mit meiner Hausarbeit. Ich bin zwar nicht so zufrieden, aber ja, muss sein, ne? Ich meine... Ja, richtig vollkommen zufrieden bin ich sowieso mit nichts, was die Schule betrifft. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich heute Abend zum Gitarrenunterricht muss und chill hier jetzt einfach noch so eine Runde rum und wollte in dem Atemzug auch den Vlog an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.